So, wir sind ein paar Tage weiter, das Ersatzteil ist da. Und machen uns direkt weiter, das dann mal aufzulöten. Ich wollte das Mainboard eigentlich eingebaut lassen, aber in meiner geistigen Umnachtung habe ich vergessen, dass ich ansonsten dann nicht mehr, also wenn ich das Notebook hier platziere im eingebauten Zustand, reicht der Abstand vom Mikroskop nicht, um diese Fläche hier dann aufzunehmen. Von daher habe ich es jetzt einfach kurz einmal ausgebaut und ja. Geht's weiter. Dann ja, Flussmittel. Ich gehe aufs Mikroskop. Wir werden das jetzt erstmal ein bisschen hier mit verbleitem Lot mischen, dass wir jetzt beim Drauflöten nicht denselben Krampf haben wie beim Ablöten, nämlich dass wir da unheimlich viel Hitze drauf geben müssen wie beim ersten Mal, wo wir das abgelötet haben. Das war tatsächlich viel zu viel, was da drauf gelandet ist. Aber was will man machen? So, wir haben uns die Lötstelle jetzt in etwa vorbereitet, haben das Ganze mal mit verbleitem Lot gemischt, dass der Schmelzpunkt ein bisschen niedriger ist. Ja, logischerweise mit der Schrift so nach unten, weil man muss auch immer noch mal, bevor man den platziert, gut, jetzt haben wir den neben dran, von daher ist es logisch, aber immer noch mal von unten anschauen, dass der auch mit den Lötpads soweit übereinstimmt, was er jetzt tut. So, davor geben wir jetzt noch mal wie immer Flussmittel drauf. Das hilft bei allem, macht die Sache einfach geschmeidiger. Gut, alles klar. Dann kommen wir mit der Heißluft. Wärmen den ganzen Bereich erstmal kurz vor. Wie gesagt, dickes Board schluckt viel Hitze. Haben wir schon beim Ablöten gesehen. Das hat unheimlich lang gedauert. Ich hoffe, das geht jetzt schneller. Dadurch, dass wir aber jetzt verbleites Lot drauf haben, sollte das eine angenehmere Sache werden. Hoffe ich zumindest. So, gehen drauf, platzieren den halbwegs präzise. Der sollte sich dann gleich, ich sag zu oft sollte, der sollte sich dann gleich von selbst an Ort und Stelle ziehen. Das sieht man eigentlich immer ganz gut, wenn das Lot flüssig wird und der sich dann selbst platziert sozusagen. Schau mal, wie es aussieht im Moment. Sachte anstumpfen. Ja, sehr gut. Der bewegt sich ein klein bisschen. So, jetzt gehen wir kurz mit der Hitze runter, warten, bis das Lot zum ersten Mal so richtig anzieht und dann gehen wir nochmal drauf und geben von oben ein bisschen Druck drauf, dass der sich tatsächlich auch mit nicht nur mit den äußeren Lötpins verbindet, sondern tatsächlich auch mit den Flächen, die unten drunter sind. Ja, gehen wir nochmal drauf. Drücken. Wie gesagt, sachte logischerweise. Brauche unbedingt längere Pinzetten. So, jetzt drückt sich da auf der Seite so eine Lötkugel raus. Das macht allerdings nichts. Das ist ein Zeichen, dass alles soweit gut verbunden ist. So, wir gehen wieder Hitze weg. Warten. Okay, fest. Jetzt müssen wir das, was sich daneben rausgedrückt hat, noch mit dem Lötkolben entfernen. So, einmal. Zwei Caps hat es wieder zusammengeputzelt. Ich liebe es. Das passt wunderbar. Das
Klar. Das ist klar. 0,0, das ist klar. Das geht in den Grafikprozessor rein. Muss nur von den anderen Werten her passen. Also vor allen Dingen hier das Gate ist wichtig. Da sind wir jetzt bei einem Volt sozusagen. Also im Diodenmodus. Nochmal zur Referenz. Der hier hat genau denselben Wert. Das ist perfekt. Hier haben wir ja steigend bis unendlicher Widerstand. Genau, ja, perfekt. Damit müsste das Teil erfolgreich sitzen und getauscht sein. Die Werte auch hier sind okay. Wir müssen noch mal Interesse halber von dem. Ich brauche hier eine neue Messspitze, die ist mir abgebrochen. 400, also 0,4. Also ich mache es nochmal auf die andere Kamera drauf, damit man es sieht. Ich gehe jetzt hier nochmal ans Gate von unserem neu getauschten MOSFET, wenn ich es finde. Ja, und wir haben denselben Wert, den wir auch beim intakten MOSFET haben. Wir messen jetzt hier gerade nochmal die Caps durch, dass da keiner irgendwie geschortet ist, wo keiner geschortet sein sollte. Gut, auf der Seite ist Ground. Und auf der Seite haben wir, genau, das passt. Und das passt wunderbar. Das heißt, unser neues Teil sitzt so, wie es soll. Und damit können wir jetzt wieder zurückbauen. Wir werden jetzt natürlich, da weil das nicht ganz nicht so schön aussieht, das Schlachtfeld, das wir hinterlassen haben, einmal kurz putzen. So. Wunderbar, das sieht schon besser aus. MOSFET sitzt wunderbar drin, so wie es gehört, so wie er sein soll. Und dann gehen wir vom Mikroskop runter und machen uns an den Rückbau. Das Ganze spule ich vor, weil ja, das Video ist eh schon lang genug. So, bevor wir jetzt weiter zusammenbauen, wäre es natürlich blödsinnig, nicht nochmal gerade die Wärmeleitpaste auch zu tauschen. Das machen wir jetzt auch gerade, weil das soll ja am Ende wieder eine Zeit lang funktionieren. Von daher bringt das nichts, wenn wir da jetzt am falschen Ende sparen. Wenig drin. Ja, dann halt so. Die ist nämlich auch schon, so wie sie es anfühlt, knusprig. Von daher kriegt er jetzt auch mal eine neue Ladung direkt spendiert. Das ist nämlich auch immer der Grafikkarte tot auf Dauer, wenn die zu heiß wird. Da bringt auch kein Reballing oder sonst irgendwas, weil das ist überhaupt nicht das Problem, dass die Lötbälle unten drunter sich praktisch lösen oder nicht keine gute Verbindung mehr haben, sondern das Problem, was dann entsteht, ist tatsächlich hier in diesem Bereich. Und das kann man zwar mit einem Erhitzen kurzzeitig lösen, beziehungsweise beheben, das funktioniert dann ein paar Wochen, vielleicht auch, wenn man Glück hat, Monate. Aber es ist keine dauerhafte Lösung. Es wird auf Dauer dann immer defekt sein. Beziehungsweise auch wieder kaputt gehen. Von daher immer darauf achten, dass der Prozessor genauso wie auch der Grafikchip möglichst immer bei einer guten Temperatur bleibt. Dass die Lüftungsgitter frei sind, nicht verstaubt sind. Und dass halt die Wärmeleitpaste möglichst im Halbjahrestakt oder auch im Jahrestakt
mal ausgetauscht wird, dass die halt ihre Aufgabe weiterhin gut machen kann. Weil wenn die hart wird irgendwann, wie hier, hat das Ganze den gegenteiligen Effekt, dass sie teilweise eher isoliert, als dass sie Wärme leitet. Von daher, ja, da war auch jemand sehr großzügig gewesen mit Wärmeleitpaste. Also von der Firma, also vom Hersteller ist das jetzt hier bestimmt nicht, der wurde schon mal nachgelegt. Isopropanol ist immer das Mittel der Wahl. Ersatzhalber kann man auch Feuerzeugbenzin nehmen. Aber ich habe hier immer Isopropanol. Ist, wie gesagt, wie viel ist hier drin? Liter, 700, doch 1 Liter Flasche. Die hält auch relativ lang. Also je nachdem, wie viel man damit macht, reicht die, denke ich mal, teilweise auch 2 bis 3 Jahre eventuell, 1 bis 2 Jahre. So, alles soweit gereinigt. Jetzt kommt neue Wärmeleitpaste drauf. Wenn man viel mit Isopropanol arbeitet, empfiehlt es sich immer, Handschuhe dabei zu tragen, weil das Zeug halt doch echt einem die Haut extremst austrocknet. So. Und ich kann nur jedem empfehlen, diese Experimente mit. Also das ist jetzt meine Meinung dazu, kann jeder eine eigene Meinung, eine andere Meinung dazu haben. Ich kann nur jedem empfehlen, diese Experimente sein zu lassen, da irgendwie flüssiges Metall als Wärmeleitpaste, als Wärmeleitmittel zu verwenden, um da irgendwie nochmal ein paar Grad mehr rauszuholen. Ihr werdet euch damit an Sicherheit Grenzen der Wahrscheinlichkeit irgendwann einen Kurzschluss auf dem Board produzieren, weil einfach der Vorteil von dieser normalen Wärmeleitpaste ist, dass sie eben nicht leitend ist, im Gegensatz zu dem flüssigen Metall. Wenn das euch irgendwo aufs Mainboard kommt und es reicht auch vielleicht schon einer von den kleinen Kondensatoren, die hier rings um den Grafikchip sind, wird es euch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwo einen Kurzschluss produzieren und dann könnt ihr am Ende das ganze Gerät wegschmeißen. Von daher, also meiner Meinung nach, ich würde sein lassen. Aber ja, kann jeder am Ende für sich selbst wissen. So, wo bist du jetzt hin? Noch einen kleinen Punkt drauf. So, das reicht dann aber auch wirklich. Wahrscheinlich auch schon wieder zu großzügig. Jetzt schauen wir das Mainboard soweit wieder rein. Und montieren weiter fröhlich. Mal kurz nochmal zu diesen Lüftungsschlitzen. War jetzt gerade ein bisschen Fummelei. Also die werden vorne hier aufgesetzt, wo diese Nuten hier sind. Die sind noch hier drin. Also ob man sie sieht, hier, die hier. Die werden auf jeden Fall vorsichtig von vorne zuerst so aufgesetzt, dass die alle drin sitzen. Ich verdecke jetzt mit hier mit meinem Kopf nichts. Ja. Und werden dann praktisch runtergeklappt. Wir sind, so viel ich sehen kann, erstmal mit einem fertig. Das heißt, wir bauen jetzt noch den Akku ein.
Wo ist er hier? Also den Akku erst wirklich einbauen, weil der hat jetzt ja auch wieder Spannung. Wir haben den ja wieder zum Leben zurückbekommen, wenn tatsächlich alles angeschlossen ist. Keine Display-Kabel oder sonstiges ist irgendwie noch nicht angeschlossen, so viel ich sehen kann. Wahrscheinlich habe ich hier. Ah ja, nee, bevor wir den einbauen, genau gut, dass ich schon mal geschaut habe, bauen wir jetzt erst einmal eine Festplatte ein. Und zwar, nee, das ist ein RAM-Riegel. Wo ist er? Hier. Also wir haben hier eine M2 NVMe. In dem Fall lohnt sich das, weil das ein PCIe-Slot ist. Also der hat auch tatsächlich diesen Standard. Das heißt, man kann, ich will jetzt nicht lügen, aber wir werden nochmal einen Speedtest machen. Auf jeden Fall deutlich schneller als halt, wenn man das mit einer normalen SSD machen würde. Ich muss aufpassen, dass ich hier nichts kaputt schneide. Ärgerlich. Könnte sich ja auch einfach eine normale Schere hinlegen, ne? Aber was soll's. Na, komm raus. Och, meine Güte, ey. Komm doch einfach raus. Rast heute noch irgendwann aus. So, ich habe auch tatsächlich, oh Wunder, die richtige Länge bestellt. Noch diese Schraube hier raus. Ja. Ich glaube, ich weiß schon, warum das Ding nicht draußen war, sondern drin, wo ich das Gerät gekriegt habe. Weil diese Schraube einfach nicht raus will. Ja, ich habe zum Glück heute ein neues Tool bekommen. Und zwar, das ist eine Zange, speziell für solche Schrauben, für solche Fälle. Die hat hier vorne so eine Einkerbung, beziehungsweise so eine Rundung, mit der man solche Schrauben fassen kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit reinkomme oder was müsste. Weil wenn die erstmal rund sind, und es geht echt gut, also boah, es geht wirklich gut. Also die ist auf jeden Fall Gold wert, weil ich hatte öfter schon das Problem, man will auch da, vor allen Dingen im Bereich vom Mainboard, man möchte hier gegen Prozessor und so weiter, man möchte da nicht wirklich drauf drücken, weil das. Wie gesagt, der Prozessor, das ist mit ganz vielen Lötbällen, ist der unten am Mainboard festgelötet. Und wenn man da zu sehr ständig draufdrückt, ist das Board, das federt, federt, federt. Das ist dann irgendwann eine Frage der Zeit, bis sich da die Lötverbindungen lösen. Und so ist es echt eine coole Lösung. Also sofern man natürlich drankommt. Manche sind natürlich so versenkt, dass man da schlecht mit drankommt. Aber das hat jetzt, habe ich gerade zum ersten Mal benutzt, das hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Also, es hat so gut funktioniert, dass ich die restliche Schraube nicht mal rausbekomme, weil die schon relativ rund ist. Aber sie kommt, sie kommt. Das sind auch immer solche Sachen. Man ist bei irgendwas dabei, alles läuft wunderbar, nur eine Schraube stellt sich quer und sie will einfach nicht. Und man könnte weitermachen und man wäre schon längst fertig, nur diese eine Schraube will einfach nicht. Ich muss mal schauen, ich glaube, ich habe da noch eine andere Schraube, so in etwa in dem Format. Dann ersetze ich die gerade, weil das ist ja Blödsinn, so eine rundgelutschte Schraube da wieder einzubauen. Da hat dann der nächste Ärger, der irgendwann mal die Festplatte tauschen will. So, hier ist auch noch ein Kühlpad dran. Das ist ganz nett, gerade für diese NVMe-Festplatten. Die werden auch mal ab und zu ganz war recht warm. Von daher ist das ganz gut, wenn da ein Kühlpad drauf ist.
Rein theoretisch hätte man auch schon mal einen Testlauf machen können, wo der neue MOSFET drauf war. Da habe ich mich jetzt sehr darauf verlassen, dass die Messungen soweit alle gestimmt haben. Hoffentlich bezahle ich da jetzt nicht den Preis dafür. Aber hoffen wir einfach mal, dass alles funktioniert. So, wir brauchen wieder das Ladekabel. Das suche ich mal gerade raus. Gut, Ladekabel ist hier. Ich habe leider noch kein Originalnetzteil dafür. Das muss ich noch bestellen oder wie auch immer. Auf jeden Fall probieren wir es jetzt. Wir haben ja zum Glück ein Universalnetzteil. Damit aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie alles halbwegs drauf kriegen. Wie gesagt, 19 Volt, 19,5 ist hier die Angabe. Ob das jetzt plus minus 1 oder 2 Volt sind, ist im Regelfall egal, aber machen wir einfach mal alles so, wie es sein soll. Gucken, dass wir hier nichts kurz schließen. Und ich bin auf der falschen Seite. So, also wir stecken es ein. Mal kurz Polarität kontrollieren. Nicht, dass wir uns die ganze Arbeit jetzt zunichte machen. Müsste passen. Lade-LED leuchtet. Wir machen mal. Oh, da passt irgendwas noch nicht. Da passt irgendwas mit diesen Lüftungsschlitzen noch nicht. Naja, das werde ich gleich dann nochmal machen müssen. Und zum Glück haben wir es noch nicht zugeschraubt. Ja, da sitzt irgendwas noch nicht, da werde ich nochmal dran müssen. Egal, wir testen es jetzt erstmal. Das geht nach wie vor an. Ich erhöhe mal meine Ampere, dass da auch genug zur Verfügung stehen. Wie gesagt, nochmal Bootloop. Mainboard war stromlos. Dauert kurz. Dauert kurz. Und da ist das Bild. Ja. Gut, ja. Notebook ist repariert. Ich werde es jetzt noch mal kurz aufmachen und noch mal bezüglich dieser Lüftungsschlitze hier schauen. Da sitzt einer wohl noch nicht richtig. Dann Betriebssystem drauf. Ja. Dann schauen wir mal, was wir damit noch anstellen. Also wie gesagt, das Video war jetzt ein bisschen länger gewesen, aber es hat einfach den Sinn. Ich möchte halt versuchen, möglichst auch zu erklären, was ich da mache und was so ein bisschen die Hintergründe sind. Das bringt nichts, wenn ich einfach stur da mein Ding mache, weil das ist ja, dann bräuchte ich auch keine Videos aufzunehmen, dann wäre es auch für die Füße. Von daher, ich versuche die schon so zu schneiden, dass die möglichst kurz sind und dass man gewisse Stellen einfach überspulen auch kann, wen es nicht interessiert. Aber halt nur zur Erklärung, dass es das soll ja auch irgendwie einen gewissen Informationsgehalt haben. Gut, ja, dann vielen Dank. Schön, dass es geklappt hat mit der Reparatur. Ist ja auch nicht immer so. Man kann auch nicht immer alles reparieren, aber in dem Fall ist es echt eine coole Reparatur gewesen. Auch mal was Interessantes. Und ja, dann bis demnächst.